Hallo liebe Escape from Tarkov Zuschauer, ich möchte mit diesem Video den nächsten Livestream für euch ankündigen. Und zwar werde ich am Donnerstag um 18 Uhr auf Twitch streamen. Den Link zu meinem Twitch-Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, gibt es ab dem 19. April, also Donnerstag, den lang erwarteten Wipe mit dem Mega-Patch dazu. Es heißt mal wieder alles auf Null und ran an das Leveln. Auch wenn ihr es schon gewusst habt, wollte ich ein paar Dinge nennen, die mit dem neuen Patch hinzukommen werden. Fangen wir mit der neuen Map an. Ja Leute, es kommt wohl eine neue Karte dazu und diese heißt Interchange. Diese Map soll wohl etwa so groß und umfangreich sein wie Shoreline, vielleicht sogar größer, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber trotzdem, ich freue mich schon drauf, das wird richtig geil. Der nächste neue heißt Rackman. Es wird ein neuer Händler ins Spiel kommen mit dem Namen Rackman. Nach meinem Informationsstand wird der hauptsächlich Kleidung und Ausrüstung verkaufen. Es wird eine weitere wichtige Änderung im Spiel geben und zwar wird das Nachladen der Magazine realistischer vonstatten gehen. Das heißt, wenn ihr ein leeres Magazin mit Patronen füllt, dauert das Ganze viel länger als man es gewohnt war. Ein 30er Magazin wird circa in 25 Sekunden nachgeladen. Also Angaben sind ohne Gewähr, falls ich mich da irgendwie vertue. Es werden verschiedene Waffen hinzugefügt. Zum einen haben wir einige 100er AK-Modelle. Ich zähle jetzt einfach mal alle AK-Modelle, die jetzt wieder oder beziehungsweise die jetzt dazukommen. Diese heißen AKS-74, AKMSN, AK-74M, AK-101, 102, 103, 104 und 105. Dann haben wir auch einige westliche Waffen an Bord, die halbautomatische Springfield Armory M1A in Klammern M14, eine Schrotflinte mit dem Namen Remington 870 und dann kommt noch dazu die russische automatische Pistole APS-APB. Kommen wir zu den Ausrüstungen, die ins Spiel kommen werden. Wir haben viele verschiedene neue Kopfbedeckungen wie Mützen und Helme. Es wird auch neue Masken, Brillen und Kopfhörer geben. Neue taktische Westen wird es auch geben. Insgesamt sind es 7 neue Helme, die dazu kommen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Nicht zu vergessen sind die neuen Taschen bzw. Rucksäcke. Es sind insgesamt 3 Stück. 2 kugelsichere Westen haben es auch ins Spiel geschafft. Dann wird es auch 2 neue Behälter geben. Zum einen haben wir einen Munitionsbehälter und zum zweiten den Medikamentbehälter. Und nicht zu vergessen sind die unzähligen Waffenmodifikationen, die will ich aber hier gar nicht aufzählen, sonst würde das Video viel zu lange dauern. Also wie man sieht, wird es ein großes Update. Ich kann es kaum erwarten, in Tarkov rumzulaufen. Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, dann schaltet am Donnerstag um ca. 18 Uhr auf Twitch ein. Ich würde mich auf jeden von euch freuen, der dabei ist. Link ist in der Videobeschreibung. Somit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und freue mich, jeden einzelnen von euch am Donnerstagabend im Stream begrüßen zu dürfen. Also Leute, bis dann, euer Raditz.